Moinsen und willkommen zu FIFA Let's Play FIFA 13. Neue Aufnahme, neues Glück, neues Ja! Wir haben jetzt das ein oder andere hier wegen neuen Job. Das hat sich rauskristallisiert, dass wir höchstwahrscheinlich den FC Bayern München übernehmen. Das wäre schon... Ja, also... ich weiß nicht, also... Wegen der Jobanfrage in der Mitte, die von meinen Kanalfreunden, ist noch nicht ganz ausgewertet. Es scheint aber einen Favoriten zu geben, der momentan zwei Stimmen hat. Zur Information, es ist nicht Bayern und es ist nicht Bremen. Aber zumindest, interessant. Bayern bezogen eher auf die Jugendarbeit und auch auf die Leistungen in diesem Jahr. Bei FIFA 14 heißt das dann zumindest, wenn sie in echt das schaffen, die Champions League zu gewinnen, und den Pokal jetzt noch in dem DFB-Pokal nämlich, dann heißt das, das Triple zu wiederholen. Das wäre schon richtig heftig. Bei Bremen habe ich ja schon im letzten Video gesagt, es könnte sein, dass Bremen in dieser Saison noch absteigt. Wenn ihr das jetzt im Juni, Juli anguckt und sagt, hallo, was labert der? Bayern hat das Triple geschafft, die haben Dortmund besiegt, die haben Stuttgart besiegt, die haben die Meisterschaft mit fast, mit über 90 Punkten gepackt und Bremen hat den Klassenerhalt geschafft, was laberst du? Dieses Video ist vom Anfang Mai. Damit man das hier auch mal nochmal hier, warte mal, bevor ich mich hier verhaspel, öffnet. Oh, Transfermarkt ist zu. Hupsala. Na gut. Ja, wir wollten ja einige Spieler verkaufen. Bevor ich hier Stussrede. Wegen Datum und so, dann wollte ich das nochmal zeigen. Wir haben jetzt aktuell den 9. Mai um 12 Uhr 59 und 7 Sekunden. Zumindest da, wo ich dann zurückgegangen bin. Toll, oder? Also, so sieht Stand der Dinge aus. So sieht Stand der Dinge aus. So, wir spielen eine heute Doppelfolge. Deswegen ist die Folge auch heute so lang. Wir spielen einerseits den Pokal und andererseits auch wiederum die Liga. Wir spielen im Pokal gegen Leighton. Und können wir uns drauf freuen oder auch nicht. In der Tabelle hatten wir im letzten Spiel noch uns angeguckt. Da hatte ich ja noch gesagt, Newcastle auf 4, das ist doch mal was ganz Überraschendes. Unser Gegner heute ist auf Platz 18. Das ist natürlich schon mal ein Stück weg als Aufsteiger. Klar, ist immer das die Favorisierung, den Klassenerhalt zu halten. Irgendwie. Und, wir haben eine Entwicklungsrate von 27 bei Flashman. Das ist schon krass. Ich würde mal sagen, die lassen wir jetzt auch mal alle so. Kirate weiß ich ja, dass das immer so eine eigene Sache ist. Wir spielen jetzt mal. Wir spielen jetzt gegen Blackpool. Das erste Spiel des heutigen Tages in der Liga. Wir sind Erster, unangefochten. Obwohl, na, unangefochten sagen wir es mal nicht. Wir sind Erster. Wir haben mit Aston Villa Punktgleichheit. Die haben dann drei Spielen auch drei Siege. Die haben auch schon Platzverweis. Crowley? Ja. Der fällt weg. Und los geht's. Lassen wir uns mal überraschen. Von einem Aufsteiger. Einen anderen Aufsteiger, da haben wir uns ja richtig schwer getan. Es hätte auch gut und gerne anders ausgehen können. Aber Spannung war drin, würde ich mal sagen. Oder seht ihr das anders? Weiß ich nicht. Ihr könnt das ja zum Kommentar schreiben, ob das anders gesehen wird. Los geht's mit dem Spiel zwischen Manchester City und Blackpool. Willkommen aus Manchester. Der nächste Aufsteiger steht an. Und wie wir im ersten Spiel schon mitgekriegt haben, Aufsteiger sein ist eine feine Sache. Denn oftmals wird man unterschätzt. Vielleicht auch heute. Leider hatte Blackpool bislang nicht so viel Glück. Dzeko. Wijnaldum. Auch nicht. Silvestre. Wijnaldum. Zu Ibrahimovic. Und es gibt Eckball.
gefälscht. Deswegen Ecke. Little. Ah. Guter Lauf, Silvestre. Verliert den Ball. Dzeko. Wijnaldum. Nach vorne zu Ibrahimovic. Ibrahimovic 1-0. Die Hausherren führen. Durch die Nummer 2, Ibrahimovic. So schnell kann das gehen. Eine Unachtsamkeit und drin ist er. 19. Minute, 1-0. Dzeko. Ja, Foul, wo Foul? Foul von Blackpool, okay. Fragt mich nicht warum. Freistoß. Na, gehalten. Diesmal hat er nicht so einen schönen Effekt gehabt. Wie beim letzten Freistoß. Little. Ibrahimovic. Na, jetzt wird hier hin und her gepasst. Vielleicht will man jetzt dieses 1-0 jetzt schon verwalten. Das wäre schon ein bisschen mau. Dzeko. Abseits. Ja. Deutlich abseits. ...34 Minuten gespielt. Vom Blackpool kam bislang nichts. Was eigentlich relativ schade ist. Aber andersrum, ein Team, was noch nicht gewonnen hat in der ersten Liga in dieser Saison, kann vielleicht auch nicht gegen den Tabellenführer gut spielen. Ausgleich, aber abseits. Garcia SP zu früh hoch. Und dann wollte er den kriegen. Ja. So, das war mal dazu. Das war mal dazu. Also, Blackpool versucht sich zu wehren. Nicht gegebenes Tor. Zu Recht. Vielleicht wachen sie jetzt auf. Dzeko. Ibrahimovic. Götze. Der macht seine Flanke zu Wijnaldum. Aber das ist leider zu. Hat er wahrscheinlich nicht richtig getroffen, doch hat er. Aber so. So bleibt es erstmal beim 1-0. Wahrscheinlich auf dem Halbzeitstand damit. Der Schiedsrichter mag wahrscheinlich nicht mehr allzu lang nachspielen. Ibrahimovic. Nein, kein 2-0. Die tun sich heute hier entweder schwer oder sie wollen dieses 1-0 einfach nur verwalten. 1-0 zur Halbzeit. Da hoffen wir mal jetzt auch ein bisschen mehr. Oder stellen sie auch Sparmodus schon mal um für den Pokal. Die zweiten 45 Minuten. Der Pokal steht nämlich unter der Woche an. Und direkt danach geht es zur Champions League. Also ein hartes Brot. Ibrahimovic. Ah, schön gehalten. So, Ballverlust. Ohne irgendwelche großen Angriffe. Ibrahimovic. Ah, schließt da nicht richtig ab. Ibrahimovic, Dzeko, nein, Eckball. Manchester City scheint sich hier schwer zu tun gegen den nächsten Aufsteiger. Gegen Leeds war es ja auch schon problematisch. Ecke.
kurz getreten. Pressure. Pressure. Oh je. Selbst wenn der Verteidiger schon versucht, Tore zu machen, da heißt das schon Not am Mann vorne. Dann tauschen wir mal aus. Tun wir mal Ibrahimovic raus, Negredo rein, Dzeko raus, Nani rein. Fletcher, Phillips. Silvestre. Nice. Da ist er schon wieder. Jetzt vielleicht mit der guten Flanke. Aber der Spanier steht im Tor. Ibrahimovic. Geht vorbei an beiden Verteidigern. Ibrahimovic. Ah, Freistoß. Nur da den Freistoß raus. Jetzt Stürmerwechsel. Das ist ja mal was völlig Neues. City eigentlich nicht so das bekannteste Team mit dem Spielerwechsel. Negredo rein. Der darf auch gleich den Freistoß schießen. Und Latte. Den zimmern er zu hoch. Zu viel Wucht. Ecke Negredo. Und gibt keinen Freistoß. Sofort der Konter. Die gute Kontermöglichkeit. Vielleicht zum Ausgleich sogar. Ja, die blieb ungenutzt. Flashman. Negredo. Negredo. Vielleicht jetzt mit Stochern, aber nein. 2 Minuten Nachspielzeit. Pfiffe jetzt auf eigener Reihen. Also das hätten sie jetzt nicht erwartet, dass sie gegen einen Aufsteiger so schwach spielen. Flashman. Vinaldo. Nani, der auch eingewechselt. Negredo. Negredo und nein. Der geht knapp vorbei. Gibt aber Eckball. Weil er noch abgewehrt worden ist. Bestimmt hören sie auch schon diese Pfiffe. Unglaublich. Götze. Und wieder gehalten. Und wieder Eckball. Das machen wir von der anderen Ecke. Die Fans sind absolut nicht zufrieden mit diesem 1:0. Obwohl das Team führt. Ecke Negredo. Kurz getreten. Little. Flashman. Zurück zu Negredo. Vinaldum. Und er sitzt 2:0. Da trifft er auch. Da trifft er. Sehr viele vergebene Chancen hat er in dieser Saison schon. Und jetzt trifft er. Zum 2:0. In der Nachspielzeit. Und das war's. 2:0 gewinnt Manchester City. Da müsste man mal schauen, was jetzt im Pokal abgeht oder ob das jetzt eine Sache ist von wegen Müdigkeit. Ja, 2:0 hätte auch schöner aussehen können. Klar, aber Blackpool war gut. Die waren gut genug. 11 Minuten konnte Negredo spielen und Nani. Na, bewiesen harmlos. 2:0, vierter Spieltag. Southampton gewinnt nicht gegen Liverpool. Sie verlieren 0:1. Manchester United gegen West Ham 2:0. Queen's Park Rangers gegen Arsenal 0:2. Sunderland verliert gegen Chelsea London 1:0. Aston Villa und Stoke City trennen sich 1:1. Tottenham Hotspur und Reading 0:0. Fulham gegen Leeds 1:1. Birmingham gegen Everton 2:2 und Newcastle gegen Norwich 0:1.
So, es geht in den Capital One Cup und Kane hat sein Training abgeschlossen. Sehr schön. Das Scouting ist fertig, auch sehr schön. Dann gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken, wie wir der haben. Ja, wir haben. Ja. Eigentlich könnten wir uns noch einen Torhüter kaufen, aber andersrum brauchen wir eigentlich gar keinen Torhüter. Mittelfeldspieler brauchen wir eigentlich im Endeffekt auch nicht so wirklich. Ja, ich weiß nicht. Entscheidet mal. Ja, einen von diesen fünf. Nein, keinen von diesen fünf und bitte woanders. Oh Mann. Dürfte ich jetzt aber erstmal lange Zeit dann nicht mehr spielen, ne? Merke ich schon. Ah, Kacke. So, Doppelfolge, deswegen spielen wir jetzt gegen Leighton. Ja, steht da Orient, aber Leighton Orient heißen sie ja eigentlich. So, wir gucken auch mal auf die Tabelle so zwischendurch mal. Dadurch, dass ja Liverpool ist rangekommen. Aston Villa unentschieden gespielt hat, haben wir jetzt einen 2-Punkte-Vorsprung. Sehr schön. Wir haben 5 Gegentore. Das ist auch schon mal relativ peinlich, wenn man mal guckt. Die anderen oberen Teams haben ein Gegentor. Wir haben gleich glatte 5. Und trotzdem in Richtung Abstiegsrang ist trotzdem Manchester United. Ne? Die haben jetzt gewonnen, aber trotzdem so also irgendwie, ja, ist schon peinlich irgendwo. Irgendwo ist das schon peinlich. So, wir spielen jetzt gegen einen Unterligisten. So, und weil wir gegen einen Unterligisten spielen, spielen wir mit A11. Erst recht, weil der eine oder andere bestimmt sich denkt, so, was ist jetzt eigentlich mit deinen Stammakteuren? Dürfen die jetzt überhaupt noch mal jemals ran? Dürfen sie. Hier in diesem Spiel dürfen sie jetzt wieder ran. Weil es auch mal so sein sollte, dass auch die Stammkräfte spielen dürfen. Nastasic tun wir mal nach rechts. Tun wir echt Nastasic nach rechts. Eskert, Company. Company darf rechts spielen. Company darf rechts spielen. Nasri vorne im Sturm. Garcia. Sinclair links. Dann haben wir dann noch. Zabaleta. Oh, Zabaleta haben wir noch. Dann tun wir Nastasic raus für Zabaleta. Nastasic nehme ich auf die Bank. Vielleicht wechseln wir ihn ein. Vielleicht aber auch nur. So, für A11 gehört, klar, gehört zwar Čeko und Ibrahimovic dazu, aber ich ehrlich gesagt möchte Negredo und ganz überraschend, obwohl ich das mal gesagt hatte, dass wir ihn nicht reintun, Kirate. Einfach nur, weil damit, ja, weil ist so. Nee, weil es sollte einfach mal so sein, dass auch mal Spieler Praxis kriegen sollen, die wir eigentlich nicht nutzen wollten. Kirate haben wir ja für den anderen Modus. Und ja, taktisch gesehen würde ich mal sagen, können wir das so spielen. Andersrum, wir stellen das um. Wir haben 5 Verteidiger. Warum um Himmels Willen sollten wir dann nicht eine 5 Verteidiger-Dings machen? Genauso. Wir haben 5 Verteidiger. Wir stellen uns einfach mal hinten rein. Obwohl, hinten reinstellen ist ja auch mal so eine doofe Sache. So. So, die beiden, genau. Ja, obwohl Nasri, weiß ich nicht, ob er eher rechts spielen kann. Gut, wir spielen jetzt mit der 5-3-2-Taktik im zweiten Spiel. Im, ja, Pokal. Es ist ja nur der Pokal, ne? Es ist ja nur der Pokal. Es ist ja nur der Capital One Cup, den wir ja schon gewonnen haben. So, Torhüter machen wir mal, trainieren wir ihn mal. Weil wir es können. Ja, Turbo Ballkontrolle. Ballkontrolle ist bei mir eigentlich relativ wichtig. Dann haben wir dann hier Pressure Ballkontrolle wäre genial. Dolan Ballkontrolle wäre genial. Dann haben wir hier Little Ballkontrolle wäre gut. Dann Kirate. Obwohl Kirate wollten wir ja eigentlich nicht irgendwie ausbauen. Čeko und Flashman auch noch. Und dann das Tempo erhöhen bei... Wen haben wir denn hier? Tempomäßig nicht so gut. Oh, Pressure hat ein sehr relativ niedriges Tempo. Little auch. Die habe ich alle nicht auf Tempo anscheinend trainiert. Müsste ich mich selber nochmal dran erinnern. Kirate hat ein schwaches Tempo. Dann Passen. Was haben wir denn noch am Passen? Passen.
Ja, Nastasic, der relativ schwache Leistungen passen und Esker auch, aber wir haben noch jemanden Schwächeres. Ja, Wijnaldum. Wijnaldum hat Passmöglichkeit auch noch relativ niedrig. Dann haben wir das jetzt auch durch. Gehen wir auch zurück. Haben wir noch 4 Spiele dafür. Und das erste ist dieses hier. Als Doppelfolge brauche ich euch nicht verabschieden. Jetzt geht's gleich los. Ja, Pokal. Ah, Mann. Wir spielen gegen die... Wie haben wir... Wir spielen mit Heimtrikot. Sieht sehr schön aus. Ja, Spielerstärken, wenn man sich die mal anguckt. Der beste Spieler hat eine 67. Und bei uns hat der schwächste Spieler eine 58. Nee, 56. 56, danach kommt 58. Danach sind die ist 60er. Haben wir auch noch ein paar. Ich glaube, eigentlich alle Spieler dort, oder? Na, so gut wie alle Spieler dort, würden dann einen Stammplatz kriegen. Oh, so einfach ist das, oder? Ja, wir spielen mit einer A11 gegen einen... Okay, A11 kann man das nicht sagen. Oder? Naja, wir spielen mal mit den Spielern, die jetzt nicht in der Saison spielen dürfen. So kann man sagen, genau. So, Pokal. Stellen wir uns mal hinten rein, wollen wir mal nicht so böse sein. Willkommen auf dem Capital One Cup. Der Titelverteidiger muss als erstes gegen Leighton Orient spielen. Gucken wir mal, wie da eindeutig das wird. Heute mal mit nicht so viel Prestige auf dem Platz. Oder doch viel Prestige. Zumindest laut dem Trainer sollte man eigentlich sagen, wir spielen jetzt heute mit den Akteuren, die in der Liga nicht allzu aktiv spielen dürfen, weil die andere Mannschaft spielen soll. Trotzdem sind sehr viele Spieler jetzt heute auf dem Feld, die den Titel gewonnen haben. Die Nasri zum Beispiel. Da ist Kirate. Smith. Liste. Kirate. Negredo und 1:0. Jawohl. So kann man's machen. Führung für den Favoriten. 1:0 durch Negredo. 18. Minute. Kann so weitergehen. Guck. Ah, schön. Pass und Pass und Pass mit. Verliert den Ball. Na, Sinclair kommt nicht ran. Einwurf. Lispe. Lispi heißt der. Guck. Kommt der? Nee, kommt er nicht ran. Zabaleta. Silva. Negredo. Geht vorbei. Negredo macht nicht das 2:0, aber hey, Nasri! Super Tor! Durch Nasri. Negredo scheitert am Torhüter. Der Ball fliegt zu Nasri und der mit einem schönen Kick aus der Luft. 2:0. Guck. Ah, wieder Ballverlust. Wieder ein Fehlpass. Negredo. Ja, ist deutlich schneller. Negredo. Und 3:0. Ja, der Favorit kann sich zumindest warm schießen schon mal. Der ist ja demnächst in der Champions League dran.
Im Liga-Alltag bislang ohne Punktverlust. Ja, der Hart, der kann sich auch freuen. Denn bislang hatte er nicht so viel zu tun. Und er steht 3:0. 2 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Maikon. That's good. Und Nazi. Silva, jetzt wieder. Pass nach vorne. Kirate. Silva, Kirate. Und Negredo kommt nicht ran. Es ist Halbzeit. Ja. Von der Höhe her verdient 3:0. Gucken wir mal, ob das weitergeht. Die zweiten 45 Minuten. Zabaleta. Silva. Negredo. Und Kirate sieht abseits. Ich hatte noch erwartet, dass vielleicht da jemand unten steht. Oder stand keiner mehr. Kompany. Negredo. Kirate. Na, läuft in Richtung Tor. Sinclair. Kolarov. Ah, Silva. Nasri. Und abseits. Ja, das hätte man eigentlich anders auch nicht erwartet. Klar und deutlich abseits. Das hätte er sogar von da sehen müssen. Warum er da jetzt hingepasst hat, ist fraglich. Wechsel. Late rein. Ja. 3:0. Könnte man zu sagen, geht in Ordnung. Andersrum, vielleicht gibt es hier sogar noch den Ehrentreffer. Es liegt zumindest in der Luft. Vielleicht jetzt? Nein. Kompany. Ohne Probleme oder doch mit Problemen. Sinclair. Und Negredo. Abseits. Stellen sie auch immer wieder im Abseits. Die Stürmer. Und diesmal ein bisschen enger. Ein bisschen enger als die anderen. Die ja doch ein bisschen deutlicher im Abseits waren. Kirate. Nasri. Und jetzt Negredo. Alleine wieder. Negredo. Macht er ihn. Negredo. Nein. Zu lang gezögert. Vielleicht wollte er am Torhüter einfach mal vorbeitricksen. Kirate. Negredo. Jetzt wieder dieselbe Chance. Negredo. Jetzt aber. Negredo. Ja. 4:0. Kam nicht so viel mehr zum Einsatz. Also für Pokalspiele kann man ja auch so welche Spieler einsetzen. Erst recht, weil sie dann Spielpraxis kriegen. Und den Marktwert auch steigern. Möglichkeit, aber Hart hält auch nach 89 Minuten. Oh, schön aus der Nähe. Ecke. Gut gemacht, aber
Schlecht verteidigt oder Abseits? War es wirklich so? Ja, war wirklich so. Stehen gut. Stehen zwar fast alle in dem 16er, außer 2-3. Konnten es aber irgendwie nicht verteidigen. Jetzt vielleicht die nächste Chance. Aber Valletta klärt das erstmal. Smith. Na, verliert den Ball gegen Sinclair. Kirate. Möglichkeit. Und Freistoß. Den brauchen sie zwar nicht mehr, aber... Der geht auch drüber. Abstoß. Nein, Eckball. Negredo. Sinclair. Negredo. Und drin ist er. Nächster Treffer von Negredo. Das Ding war schon entschieden zur Halbzeit. Nun ist das amtlich. 0-5. Niederlage gegen einen Erstligisten. Völlig in Ordnung. Erst recht, weil der Erstligist Titelverteidiger ist und Meister der ersten Liga. Oh, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Jetzt muss ich sie alle wieder vorlesen. Nein! Egal. Runde 2 vom Capital One Cup. Wir haben das ein oder andere erlebt. Das ist schön, das ist toll. So, Partien werden simuliert. Wir haben sehr viel Schotter. So. Chip. Middlesbrough gegen Nottingham Forest 1-2. Stevenage gegen Southampton 1-2. Melwall gegen Tottenham Hotspurs 0-2. Arsenal verliert gegen Sheffield Wednesday mit 0-1. Interessant. Etchingham gegen Liverpool 0-1. Yeovil Town gegen Stoke City 0-2. Everton gegen Strawberry. Ja. 2-0. Hartlepool gegen Charlton 0-1. West Brom gegen Bury? 1-0. Transmere Rovers gegen Bristol City 0-1. Wigan Athletics gegen Brighton 2-0. Aston Villa gegen Oldham Athletics 3-0. Bolton gegen Dunster 1-0. Wington Town gegen Blackpool 2-1. Oh, ein Erstliges scheidet wieder aus. Chesterfield gegen Wolverhampton 0-2. Reading gegen Brentford 2-0. Leeds verliert im Elfmeterschießen gegen Crystal Palace mit 1-1 nach Elfmeterschießen dann halt, je nachdem wie hoch das Elfmeterschießen ist. Bromley gegen Brightford 0-0 nach Elfmeterschießen für Bromley. Coventry Town gegen Fulham 0-2. Petersburg gegen Queen's Park Rangers 1-2. Chelsea verliert gegen Cleve. Wow, Chelsea, was ist denn hier los? Also, Erstligist verliert gegen, glaube ich, Drittligist oder so. Das ist krass. Oh Mann. Birmingham City gegen Torquay United 1-0. Dann haben wir Manchester United gewinnt traditionell 6-0 gegen Dunkdeham. Dann haben wir Swansea gegen Cardiff 0-1. Morebrampe gegen West Ham 0-0 nach Elfmeterschießen für West Ham. Portsmouth gegen Sunderland 0-2, Hull City gegen Wimbledon 2-0, Norwich gegen Gillingham 2-1, Watford gegen Derby County 0-1, Oxford United gegen Burnley 0-2 und Blackburn gegen Newcastle 1-2 und damit haben wir es durch.
So, das nächste Spiel ist morgen. Ja, heute war mal wieder so lang und weiß ich nicht. Und so, wir gucken auch mal schick in den Kalender rein. Das ist klar. So, dann haben wir als nächstes. Oh, wir haben Bristol City. Ja, da haben wir ja. Da haben wir ja einiges. Oh je. Gut, da haben wir einiges auf uns zu. Dann sehen wir uns dann morgen wieder, falls ihr mögt. Falls nicht, kann man euch ja nicht dazu zwingen, vermute ich mal. Bis dann und tschüss.